Hallo YouTube, wir haben es gerade 1928 und ich möchte euch gerne mal ein bisschen erzählen, wie ich im Photoshop zum Beispiel hier diese 3D-Schriftart mache. Und zwar wollen wir jetzt zusammen ein Tutorial machen, wo ich euch dieses hier erkläre. Ich habe da jetzt mal so ein kleines bisschen auf Winterbasis gemacht, so ein bisschen mit Schnee und so weiter und so fort. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, dass es das auch Schnee sein soll. Das könnte ich auch gerne noch zeigen, wie ich das mit dem Schnee gemacht habe. Aber als erstes machen wir erstmal ein neues Projekt. Und zwar circa, was nehmen wir denn mal, 1000 Pixel breit und circa 500 Pixel in der Höhe. Genau, so, jetzt wählen wir hier einen kleinen Grauton aus. Ist ein gutes Grau, so circa. Denn nehmen wir eine Schriftart. Und zwar nehme ich meistens immer den Swiss 721 CNBT D-Typ. Ist einer der besten Schriftarten, die ich kenne. Wählen wir gleich in Rot aus. Ist auf jeden Fall für Clan Designs oder sowas sehr geeignet. Schreiben hier Silent rein. Aber ich glaube, wir nehmen ja erstmal ein anderes Rot, weil das Rot ist irgendwie nicht so gerade das Schönste. So. Jetzt haben wir ein anderes Rot genommen. Ist ein bisschen kräftiger als das andere. Jetzt wählen wir hier eine Schriftart aus. Und zwar Schriftart sage ich schon. Eine Verlaufsbelagerung. Wählen erstmal diese Verlaufsbelagerung hier aus. Und jetzt habe ich hier Mist gebaut. Machen wir das Ganze nochmal. Wählen die hier aus. Markieren diese hier. Wählen ein anderes Rot aus. Und zwar ein etwas dunkleres. Warum? Sehen wir nachher noch. Auf umgekehrt einen Haken reinmachen, damit es schön plastisch wirkt. Schön eine Verlaufsüberlagerung von unten nach oben. So, das Ganze duplizieren wir jetzt einfach und ziehen die Duplikation unter Silent, also unter dem ersten, nehmen das umgekehrt raus und wählen das Verschieben-Werkzeug. Das ist ganz normale Maus eigentlich. Shortcut dafür ist auf der Tastatur V. So, und jetzt nehmen wir die Pfeiltasten und verschieben das Ganze um einen Pixel. Duplizieren das Ganze mit STRGJ und wieder verschieben. Duplizieren, verschieben, duplizieren, verschieben, duplizieren, verschieben und das immer so weiter, bis es euch gefällt. So, an dem Punkt gefällt es mir. Acht Sachen. Das Ganze können wir jetzt in einen Ordner machen. In einen Ordner verschieben. So haben wir das Ganze ein bisschen übersichtlicher. So, jetzt sind wir bei der 3D-Schriftart. Jetzt haben wir das Ganze schön in 3D. Und jetzt kommen wir zu ein bisschen weihnachtlichen, ein bisschen Schnee und so weiter und so fort. Dafür nehmen wir uns einfach den Pinsel, wählen so circa 15 Pixel, 10 bis 15 Pixel. Da haben wir hier eine schöne Dings. Zoom ein wenig rauf und jetzt können wir loslegen. Wählen hier unser Weiß aus. Jetzt können wir loslegen, ein bisschen hier weihnachtliche Stimmung reinzukriegen. Ganz vorsichtig, ganz langsam, ganz bisschen Schnee hier rauf. Hier noch ein bisschen, hier unten noch ein bisschen. So. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Schnee. Ah, ich hoffe, ihr hört es nicht so doll, dass ich krank bin, aber ich habe mal auf jeden Fall in diesem Winter einen richtig geilen Schnupfen zugezogen. Der hält schon seit circa 2 Wochen an, aber ich bekämpfe ihn schon ganz arg und enorm mit ganz tausend viel von Pillen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier ein bisschen weihnachtliche Stimmung reinkriegen, wie gesagt, in unser kleines Bildchen und wir machen hier einfach mal ein bisschen Schnee. So circa, hier unten noch ein bisschen was. So, und hier auch noch ein bisschen was. So, ah, hier das L haben wir auch noch vergessen. So, warum nehme ich Silent eigentlich? Silent ist die Stille. Das hat aber nichts mit der Stille im Wender zu tun, sondern das hat mit unserem Projekt zu tun, mit dem Silent Sponsoring Projekt. Wir sind ein Projekt, wo wir Game Server versponsern. Das heißt also, falls ihr Gamer seid und falls ihr zocken möchtet, könnt ihr gerne zu uns kommen auf die Homepage www.silentsponsoring.de, also silent-sponsoring.de. Da könnt ihr Server leihen. Und zwar circa 2 Stunden lang, wenn ihr euch registriert. Wenn ihr nicht registriert seid, könnt ihr auch eine ganze Stunde leihen. Die Demo wird aufgenommen, ihr könnt sie also runterladen und falls ihr Movie Maker seid, könnt ihr es editen und so weiter und so fort.
Das Ganze könnte ich auch noch erklären, irgendwann im Laufe der nächsten Tutorials, aber erstmal möchte ich euch hier näher das Photoshop beibringen. So, jetzt zoomen wir out und schon haben wir ein bisschen Schnee. Wir können das natürlich noch einen schönen einen schönen Effekt nehmen. Entschuldigung, den man gerade zwar nicht wirklich sieht, aber das macht doch nichts. Das ist ein Effekt mit abgeflachte Kanten und ein Relief. Die Deckkraft habe ich mir schon runtergesetzt, können wir jetzt ein bisschen hochsetzen, damit man das wieder ein bisschen sieht, weil ich das für etwas größere Projekte gemacht habe. Und zwar hier skalieren. Damit es ein bisschen nach Schnee aussieht, nehmen wir hier einfach die Blubber-Effekte hier und machen das so hübsch. So, zack. Und schon haben wir eine 3D-Schriftart ein bisschen im Schnee. Jetzt können wir natürlich noch ganz cool sein und nehmen einfach nochmal andere und wählen hier ein paar Punkte aus. Dann sieht das ein bisschen nach Schnee aus. So, dann nehmen wir kleinere Punkte. Nicht zu klein. Bisschen kleinere als der vorigen. Machen hier noch ein bisschen was hin. Da, hier, da und sowas. Achten, dass sie nicht so dicht an den großen Punkten dran sind. So, zack. Der war zum Beispiel zu dicht. Steigt Beispiel. So. Jetzt nehmen wir noch kleinere. Wählen die dazwischen an. Auch wichtig ist, dass die auch nicht so dicht zusammenhängen. Sieht auch noch beschissen aus. Von mir aus können wir jetzt auch gleich noch einen Effekt reinmachen, der auch noch richtig geil aussieht. Das ist ein schöner Scheineffekt. So, jetzt erstmal hier ein bisschen die Punkte hinkriegen. So, wir können natürlich auch einfach nur die Punkte bis hier machen, so circa. Bis hier. Moment, bis hier, so circa. Hier diesen Rahmen hier und duplizieren das Ganze. Und strecken das Ganze nach da hinten hin. So. Auf jeden Fall können wir jetzt noch die Schriftart ein bisschen verfeinern. Und zwar machen wir da jetzt einfach noch ein bisschen schön hier das Auswahlwerkzeug. Wählen hier bis zur Mitte, so circa, muss ich ganz genau sein. Das habe ich hier gefailt. Warum? Weil ich noch keine Schriftart habe. Keine neue Ebene habe. Immer eine neue Ebene ist ganz wichtig. So, die Auswahl aufheben. Und jetzt nehmen wir die letzte Ebene hier hinten. Das letzte. Zack. Das ist auch doof. Ganz ehrlich, ist auch ein bisschen doof. Wir können jetzt natürlich hier die Schnittmaske erstellen. Sieht man nicht, weil Verlaufsüberlagerung da ist. So, deswegen können wir jetzt das hier nehmen. Zack. Können wir das hier entfernen und einfügen. So, jetzt haben wir aber nur diese Schriftart hier und haben nicht den 3D-Effekt. Sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Auch nicht übel. Schauen wir mal. Können wir natürlich jetzt auch sein lassen. So. Egal, lassen wir sein, entfernen wir wieder. War eine scheiß Idee, macht aber auch nicht. So, was sehen wir hier? Silent. Ich könnte jetzt hier natürlich noch unten Sponsoring hinschreiben. So wie hier, Silent Sponsoring. Wie gesagt, unser Projekt, ihr könnt gerne mal raufgehen. Silent-sponsoring.de. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich konnte euch das 3D-Design ein bisschen näher beibringen. Die fortgeschrittene Version werde ich auch demnächst irgendwann mal hochladen. Auf jeden Fall. Viel Spaß beim Nachdesign. Ihr könnt sehr gerne eure Anhänge bzw. eure Videos anhängen, wie ihr meins nachdesignt habt und so weiter und so fort. Also viel Spaß, ich grüße euch und tschüss, das war DJ Baser. Auf Wiedersehen.